Heute ist der Prozess gegen Höcke gestartet, weil er alles für Deutschland gesagt hat und Linken dann irgendwann aufgefallen ist, huch, das ist ja eine SA-Parole. Also eine SA-Parole, die auch mal so im Spiegel stand, aber egal. Björn Höcke meinte jedenfalls zu der ganzen Sache: Normalerweise sage ich, wenn ich in Thüringen rede, zum Schluss meiner Rede, es lebe unsere Heimat Thüringen, es lebe unser deutsches Vaterland, es lebe das wahre Europa. Ein Dreiklang, der durchdekliniert ist, der aufeinander aufbaut. Und den Halle habe ich spontan, weil das Wahlkampfmotto der Freundin dort lautete, alle für unsere Heimat, ohne Kenntnis, dass das eine SA-Parole gewesen sein soll, frei durchdekliniert, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt und dann alles für DÖ, ohne das jetzt auszusprechen, weil das ist ja auch eine Absurdität, dass ich alleine jetzt in der Verteidigung, wenn ich diesen Sachverhalt beschreibe, schon wieder Gefahr laufe, einen neuen Prozess zu bekommen. Das ist die Situation des Rechtsstaates der Bundesrepublik Deutschland 2024. Das ist ein politischer Prozess, der hier gegen einen führenden Kopf der Opposition in Deutschland angestrengt wird, um ihm Kraft zu kosten, um ihm Geld zu kosten, um ihn abzulenken bzw. zu beschäftigen. Das ist meine Interpretation. Ja, und heute ging der Prozess in Halle los. Boris von Morgenstern ist vor Ort und hat schon davon berichtet, dass Spiegel TV mal wieder bei Björn Höcke zu Hause war und dort gefilmt hat und das, obwohl sie schon eine Unterlassung 2017 genau wegen sowas unterzeichnen mussten. Interessant ist auch, dass die Pressesprecherin dann gesagt hat, dass Björn Höcke seine Rede mit Alles für Deutschland beendet hätte. Dabei stimmt das nicht mal. Diese Rede soll er mit der Formulierung Alles für unsere Heimat, Alles für Sachsen-Anhalt, Alles für Deutschland beendet haben. Alles für unsere Heimat! Was für ein toller Titel, hinter dem ich mich voller Inbrunst stellen kann. In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Gehen wir gemeinsam in Sachsen-Anhalt einen großen Schritt in eine bessere Zukunft für Sachsen-Anhalt, aber letztlich auch für Deutschland. Liebe Freunde, alles ist möglich, wenn ihr die AfD am 6.6. zur stärksten Kraft macht. Ja, und wie Boris es gesagt hat, gerade bei so einem Prozess, wo es um jedes einzelne Wort geht, sollte man doch genau wissen, wann eine Rede aufhört. Ja, und während der Verhandlung war es dann auch nicht viel besser. Rechtsanwalt Dr. Ulrich Vosgerau hat dann versucht, eine Tonaufnahme zu beantragen. Das wurde dann abgelehnt und die Presse hat darauf mit Gelächter reagiert. Ja, da freut man sich doch auf die absolut faire Berichterstattung, aber gut, man hat sowieso nichts anderes erwartet. Vosgerau hat jetzt im Laufe des Tages weitere Anträge dann eingereicht und das Verfahren wurde mittlerweile zum Zeitpunkt dieses Videos schon 5-mal unterbrochen. Ja, und die Presse macht, wie zu erwarten, genau das, was man von der Presse eben erwartet. Da muss man einfach dazu sagen, dass Höcke, er ist jetzt schon seit 2013 Politiker, immer wieder tatsächlich Sprache aus dem Nationalsozialismus verwendet hat. Er hat von Entartung gesprochen, von Gleichschaltung, er hat den Begriff Tatelite mehrfach verwendet, eine Selbstbezeichnung der SS, er hat vom Lebensraum gesprochen und so weiter. Lebensraum, ernsthaft, also Deutsch zu sprechen wird immer mehr zum Minesweeper. Vielleicht schaffen wir einfach mal die komplette deutsche Sprache ab, weil das auch das einzig Konsequente wäre. Oder die Amadeo-Antonio-Stiftung nimmt einfach mal unsere Steuerkohle und setzt sie für was Sinnvolles ein. Also ein Wörterbuch, wo man einfach mal Wörter drin hat, die man mittlerweile nicht mehr benutzen darf. Also die Leute, die sich jetzt alle aufregen, dass Höcke eine SA-Losung benutzt hat, haben doch selbst überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich meine, selbst der linke Spiegel hat diese Losung benutzt. Und guess what? Nur weil man Wörter benutzt, die auch mal Nazis benutzt haben, heißt das noch lange nicht, dass man mit dem Gedankengut übereinstimmt. Ich meine, Höcke hat sich schon etliche Male vom Nationalsozialismus distanziert. Zuletzt auch im Übrigen beim Duell, das eben auch von der Welt übertragen bzw. veranstaltet wurde. Und von dem, was Linke bzw. Grüne oder dieser ganze Pol von sich gibt, da brauchen wir erst gar nicht anfangen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier ausgeht, vor allem auch auf die minimal tendenziöse Berichterstattung.